Namaste. Namaste, friends, welcome. Namaste, Freunde, und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserer Bonus-Session, mit dem wir die 21 Tage, die wir beisammen waren, und unsere Hingabe an diese Reise feiern möchten. Wir möchten etwas mit dir teilen, was für Meten und mich zu einer täglichen Praktik geworden ist. Und wir haben so viel dadurch bekommen, dass wir diese Praktik mit unserem Publikum auf der ganzen Welt geteilt haben. Sie ist so einfach und wertvoll, und wir hoffen, dass du sie zu einem Teil deines täglichen Lebens machen wirst. Das, was wir mit dir teilen möchten, ist, wie Deva gesagt hat, sehr einfach und ist kurz gesagt, eine Energie, eine Schwingung zu erlauben, unseren Körper zu schütteln. Schütteln ist eine sehr tiefgreifende Erfahrung, die unsere Zellen verjüngt. Es hilft dabei, das Qi in unserem Körper in Bewegung zu setzen. Und es ist etwas, das wir ohne irgendwelche Voraussetzungen, ohne Maschinen und sogar ohne viel Platz machen können. Wir brauchen nur sehr wenig Raum, um uns schütteln zu können. Wir möchten beginnen, indem wir dich einladen, aufzustehen. Es ist gut, hierbei auf festem Boden zu stehen, also nicht auf einem Kissen, sondern auf dem Fußboden, damit du wirklich verwurzelt und im Gleichgewicht mit dir selbst bist. Mit entspannten Knien. Das ist ganz wesentlich, denn wir haben die Tendenz, beim Stehen unsere Knie zu versteifen. Und dies verhindert, dass die Energie von der Erde nach oben steigt. Wir halten eine Menge Energie in unseren Knien fest. Daher ist es gut, die Knie zu entspannen. Und wir schließen die Augen. Wir müssen auch nicht starr oder steif stehen. Wir können uns ruhig etwas hin und her wiegen. Du kannst einfach wie ein Baum sein, der in der Erde verwurzelt, aber trotzdem flexibel ist. Und jetzt fühlen wir, wie sich die Energie zunächst sanft in Bewegung setzt. Ein sanftes Schütteln beginnt. Unsere Augen sind geschlossen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Hals. Sieh, ob du vielleicht versuchst, ihn in Position zu halten. Versuche, deinen Hals beim Schütteln zu entspannen. Wir beabsichtigen, ein Gefühl von Flüssigsein in unserem Körper zu entwickeln, sodass dein ganzer Körper beginnt, einen energetischen Fluss zu spüren, der keine Barrieren, keine Kanten hat. Deine Schultern sind entspannt, deine Arme und Handgelenke schütteln sich. Sieh, ob du deine Handgelenke und Hände, deine Unterarme schütteln kannst. Du kannst damit jede Ablenkung abschütteln, die dich daran hindert, gegenwärtig im Jetzt und dankbar für den Segen zu sein, dass wir dieses Leben hier leben dürfen. Schüttel deine Hände. Entspanne auch deinen Kiefer, denn es gibt oft sehr viel Anspannung in unserem Gesicht, besonders im Kiefer. Und wie Meten schon sagte, in unseren Schultern. Es kann auch ruhig kräftige Schütteln sein, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwas einfach abschütteln möchtest. Ja, erlaub der Energie, sich zu bewegen und zu fließen. Genieß es. Schüttel dich einfach. Schütteln, schütteln. Nimm jetzt deinen Beckenbereich wahr und bewege auch diesen Bereich. Lass die Energie dort durchfließen. Und dabei tief durchatmen, durch den Mund ausatmen und die Anspannung einfach loslassen. Du kannst sogar ein bisschen über dich selber lächeln, wenn du das Gefühl hast, dass dies von außen gesehen vielleicht sehr komisch aussieht. Aber wen kümmert das schon? Es fühlt sich sehr gut an. Halte deine Augen noch geschlossen.
Und genauso wie das Schütteln und die Energie aus der Erde aufgestiegen ist und deinen Körper in Schwingung versetzt und zum Schütteln gebracht hat, genauso lassen wir die Energie wieder in die Erde zurückkehren und schaffen Raum für Stille im Körper. Dies ist eine allmähliche Beruhigung. Wir beobachten, wie der Körper zur Ruhe kommt. Wir halten die Augen weiterhin geschlossen. Dies ist ein Moment, wo du die guten Auswirkungen dieser sehr einfachen Aktivität erfahren kannst. Wir möchten dich einladen, ja, wir empfehlen dir sogar, dass du dies für mindestens 10 Minuten täglich tust. Ich persönlich spüre schon nach wenigen Minuten die guten Auswirkungen des Schüttelns. Es ist für mich auf langen Flügen sehr hilfreich gewesen, auf der Flugzeugtoilette einfach ein paar Minuten lang das Schütteln zu praktizieren. Der Flug war so viel angenehmer. Oder es kann während deines Arbeitstags im Büro hilfreich sein, wenn du eine Arbeit hast, die viel Sitzen erforderlich macht. Einfach hin und wieder ein paar Minuten das Schütteln praktizieren. Es macht einen solchen Unterschied und es steht dir immer zur Verfügung. Es gibt nichts, was du dafür brauchst. Es ist wie das Singen und Chanten der Mantras. Es ist einfach in uns angelegt. Wir haben immer die Möglichkeit, uns selbst zu heilen und uns selbst anzuheben. Da ist nichts, was wir von außen brauchen, um dies möglich zu machen. Du weißt ja, dass alle Mystiker sagen, je mehr wir dem Leben geben, desto mehr erhalten wir vom Leben zurück. Und in diesem Sinne verstehen wir, dass je mehr wir in das Schütteln hineingeben, desto mehr erhalten wir von ihm zurück. Es ist wie eine innere Dusche. Es erfrischt und belebt uns, es nährt uns. Heute möchten wir euch mit einem wunderschönen Musikstück verlassen, das uns sehr am Herzen liegt und das eine perfekte Weise ist, unsere 3 gemeinsamen Wochen zu feiern. Die Musik wird für sich selber sprechen und es ist für uns nicht nötig, danach noch etwas zu sagen. Wir überlassen dich einfach der Stille, die diese Musik in dir hinterlässt. Wir danken dir so sehr, dass du an dieser Reise teilgenommen hast und wir hoffen, dass du viel Gutes durch sie erhalten hast und dass sie dein Leben weiterhin bereichern wird. Und das Leben von anderen um dich herum. Es ist heutzutage so wichtig, dass wir das Licht mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Denn die Welt braucht mehr denn je unsere heiligen Mantras. Wir wünschen dir ein wundervolles Leben und hoffen, dass wir dir irgendwann zukünftig wieder begegnen. Entweder während eines Konzerts oder einer Live-Veranstaltung oder anlässlich einer weiteren 21-Tage-Reise in der Zukunft. Wir wünschen dir allen Segen. Namaste.
Waves are coming in, waves are coming in. There is so much magnificence.